Historischer Augenblick, mein Slimer ist gekommen. Alter, ein größeres Auto hätten sie nicht holen können dafür. So, da bin ich mal gespannt. Da soll er drin sein. Ich habe keine Ahnung. Moje! Ja, der redet schon Italienisch hier. Alter, ich bin so aufgeregt. Ja, ich finde, das muss man doch filmen, ne? So, ja, das ist die Palette, da ist mein Slimer drin. Könnt ihr das sehen? Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie bekomme ich das? Wie soll ich das denn nach Hause bringen, reinkriegen? Alter Vater. Das ist das für mich? Das ist das Paket? Oh, scheiß die Wandern. Übel. Übel, übel. Die Palette tauschen, ne? Keine Palette. Woher? Wenn du willst, kannst du sie mitnehmen. So, ich mach mal aus, Leute. Ich muss mal gucken. Das ist heftig. Da ist der Slimer drin. Genau. Juhu. So, dann wollen wir mal schauen, ne? Ja, alter Schwede. So, guck mal hier, schau mal hier, was hier steht. Hollywood Collectibles Group, Orlando, Florida. Ghostbuster Slimer 1:1. Sau geil, oder? Fehlt noch das Ghostbusters Logo. Das wäre noch, wär noch was. So, alter Vater. Scheiß die Wand an, oder? Krass. Richtig krass. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das Ding jetzt ins Wohnzimmer kriege, ja? Hollywood Collectible Group, Orlando, Florida. Ist doch geil, oder? Richtig geil. So, ich schalte jetzt mal ab, denn ich muss das jetzt mal in die Haustüre reinkriegen. Da brauche ich jetzt zwei Leute für, deswegen melde ich mich gleich nochmal. Und dann packe ich das mit euch zusammen aus. Und ich habe ja einen guten Kameramann heute mit dabei. Live auf Andis Kinoblog, Leute, seid gespannt, das ist der Hammer! Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem Sonder-Unboxing hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe in den letzten Wochen ganz, ganz viele PNs von euch bekommen und ihr habt mich jetzt gefragt, wann ist endlich dein großes Unboxing von dem HCG-Slimer von Hollywood Collectible, und hier ist er endlich. Und das Ding kam eben, ihr habt das schon auf dem Video gesehen, mit einem LKW angefahren. Ich weiß jetzt nicht die Paketmaße, aber Leute, schaut euch die Dimension. Das Ding stand auf einer Europalette und hier der Beweis, Hollywood Collectible Group, Orlando, Florida. Das Ding ist wirklich jetzt gerade ein paar Tage in Deutschland, nämlich seit vorgestern. Es wurde per Übersee aus Florida jetzt an mich versendet und ich würde sagen, wenn der Kameramann die Kamera nicht so schief halten würde, wäre das alles gut, dann könnten wir nämlich zusammen das Unboxing machen. Ich habe natürlich eben schon mit dem Handy gedreht, wo das Paket angekommen ist. Das habe ich natürlich jetzt mit ins Video reingebaut. Somit könnt ihr, oder habt ihr schon mal gesehen, die Dimension von diesem Karton. Und ja, es ist der Life-Size-Slimer von Hollywood Collectible. Laut HCG gibt es weltweit nur 250 Stück von diesem Ding. Alles, was hier drin ist, ist handgefertigt, handbemalt. Und wir haben hier einen VK-Preis inklusive Mehrwertsteuer von 1.499 Euro. Das mag, wie ich schon immer gesagt habe, im ersten Moment sehr groß sein oder ein sehr, sehr hoher Betrag sein. Aber für die ganze logistische Aufwendung, für das, was da gemacht worden ist, finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut. Und man kann hier nicht sagen, das ist teuer. Wie gesagt, es ist handbemalt, es ist selbst hergestellt worden per Hand, das Fiberglas. Die Kamera ist wieder schief. Ja, das macht der Kameramann zum ersten Mal, muss man verzeihen.
denn der andere Kameramann ist noch nicht da, der das normalerweise macht. Mein Schatzilein, die ist noch unterwegs, aber ich kann einfach nicht mehr warten. Wir machen das jetzt mal auf. Und ja, wie gesagt, das ist der Unterschied zum Neca-Slimer. Der Neca-Slimer ist ja aus Schaumstoff und aus Latex. Aber ich habe mir halt gesagt, ich will das Vernünftige haben, weil ich habe immer gesagt, ich habe 3 Katzen. Und ich denke mal, hätte ich den von Neca, der würde dann auch nicht lange überleben. Leben. Und so, jetzt machen wir mal hier unten einmal das Band ab. Und wir müssen jetzt mal hier oben diese Sachen hier aufmachen. Das ist schon krass. Also man hat hier das verstärkt. Ich versuch's direkt auch ordentlich. Also es ist ordentlich Gewicht, muss man sagen. Wirklich ordentlich Gewicht. Und ich glaube, das ist so, dass ich denke, der Kameramann kann das bestätigen, außer eine Waschmaschine, ne, nickt schon. Eigentlich schon das größte Paket, was ich jetzt von Ghostbusters habe. Und ich denke auch, das wertvollste in meiner Sammlung. So. Ach ja. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, der hat jetzt den Transport auch überlebt. Da ist nichts kaputt. Das ist natürlich meine größte Sorge, die ich habe, dass nichts kaputt ist. Aber laut Karton, wie gesagt, alles ist in Ordnung am Karton. Nichts eingedrückt und nichts kaputt. Daher gehe ich davon aus, dass das Ding, dass der Gerät gut ist. So, ja. Normalerweise halt hebe ich gerne Leerkartons auf, aber es wäre ein bisschen schlecht, den großen Karton ins Wohnzimmer zu stellen, wo Hollywood Collectibles draufsteht. Wäre ein bisschen blöd. So, dann schneiden wir mal das Dach hier oben auf. Muss man sagen, sehr, sehr gut verpackt. Und mein Kameramann hat schon gesagt, ich soll den Karton hier aufheben. Da sparen wir ja mal eine Hundehütte daraus. Ja, also da kann man sich drin verstecken in den Karton. So. Scheiße. So, hier kommt schon was zum Vorschein mit Ghostbusters. 250, ich habe die Nummer 88 schon mal, kann man schon mal sehen. Also es ist tatsächlich so, es gibt weltweit 250 Stück davon. Und ich habe die Nummer 88. Ja, cool, coole Nummer. So, der Kameramann darf mal kurz einmal zurücktreten. Boah, leck mich am Arsch, Mann. Ich befürchte, lieber Kameramann, dass wir den Karton kaputt schneiden müssen. So, einmal hier aufmachen. So, was haben wir denn hier? Also, wir haben ja gesagt, dass dieser Slimer ein Stativ hat und hier kommt das auch schon zum Vorschein. Ich denke, das hier ist die Grundplatte, wo Slimer draufsteht. Auf jeden Fall ist das die Platte. Die ist riesengroß. Das ist das Stativ, wo er draufgestellt wird. Oh, das ist sehr gut. Also das hier, ich weiß jetzt nicht, ich denke, das ist, könnte das Stahl sein, Metall. Schön schwarz gebürstet, lackiert, sieht wirklich gut aus. Gebürstetes Metall, rau. Das ist, ich denke, das ist pulverbeschichtet, muss ich echt sagen. Sieht cool aus, zumindest hat es den Eindruck und den Optik. Hier ist noch irgendwie was, ich habe keine Ahnung. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt aufmachen. Und hier sind Imbusschlüssel und Schrauben und ein Splint, kann ich euch mal zeigen. Ich werde das natürlich, hier sind Imbusse mit einem Splint. Ich denke mal, das ist ein Sicherungssplint, dass Slimer nicht irgendwo runterrutscht nachher. Tja, wie ich das anhört, runterrutscht. So, ich mache das mal hier auf Seite, ich lege das mal hier ab. Tja, das ist eine Schleimspur hier. Ja, das ist eine Schleimspur, genau. Mein Kameramann hat auch das Bedürfnis, was zu sagen. Genau, und hier ist das Loch. Hier wird die Platte nachher von hinten drauf geschoben. Ich sehe das nämlich schon. Das heißt, es wird alles versteckt. Die Bodenplatte wird nachher wahrscheinlich noch oder gleich noch umgedreht. Das müssen wir jetzt mal schauen. So, jetzt. Oh, leck mich am Arsch. Machen wir das mal auf. Ja, wonach riecht das? Nach frisch lackiert. Boah. So. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht um das Grundstativ. Also es ist sehr, sehr stabil. Es ist handgemacht, man sieht das. Es ist natürlich jetzt noch kalt. Was ist das für ein Material? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch Fiberglas. Auf jeden Fall zeige ich euch nochmal da Hollywood Collectible Group 88. Ne?
von 250. Also es gab mal das Gerücht, es wären 500, aber es sind tatsächlich 250 Slimer weltweit. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind auf jeden Fall Schrauben. Das heißt, ich muss die Platte jetzt, und so gehe ich von aus, das ist der Sicherungssplint nachher, wo der wahrscheinlich drauf sitzt. Das machen wir mal gleich. Und wir müssen den, weil dann ist dieses Quadrat, dann ist dieses, nicht so ruckartig bitte, das ist dann wackelt alles. Dann ist das Quadrat hier weg. Und jetzt müssen wir das erstmal, schauen. Wir müssen das hier durchschieben. Das machen wir sofort. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das sieht auch gut aus. Und ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass man diese Imbusschrauben hier reindrehen muss. Ich versuche mal rumzukommen. So. Dann probieren wir das mal. Ich entschuldige mich für das Gewackel dauernd. Ja, ich weiß, der Arm fällt ab. Dann lehn dich da ab. So, wir machen das jetzt da drauf. Und dafür ist der Imbus gedacht. Naja, sie haben auf jeden Fall an alles gedacht. Das muss man echt sagen. Das ist klasse. Ich hoffe, da passiert nichts. Ich hoffe, das ist auch richtig. Ich befürchte, dass ich das falsch rum habe. Dass ich das einmal drehen muss. Es ist, wie gesagt, alles Handarbeit. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich drehe es auch mal rum, bevor ich vielleicht hier noch was falsch mache. Das heißt, das Stativ machen wir jetzt einmal raus, drehen das und machen es dann noch mal rein. Aber dann passt es. Es sieht besser aus so. Also es könnte sein, dass es jetzt besser passt. Da gibt es natürlich jetzt keine. Passt es denn wirklich besser? Nee, auch nicht. Also ich glaube, das war, ja, das war schon richtig, was ich gemacht habe. Das war schon korrekt. Ich muss das nur ein bisschen besser fixieren mit der Hand. Mal die andere Schraube rein. Das ist nicht so einfach, weil das Ding natürlich extrem Gewicht hat, ne? So. Ich drehe jetzt auf jeden Fall mal den hier rein. Der lässt sich gut reindrehen. Der untere war ein bisschen hat ein bisschen gespackt. Aber man muss ein bisschen aufpassen, nach fest kommt ab. Kennt man ja. So. Ja, wenn man das ein bisschen hochhält, ja, das passt jetzt. So, dann war es doch richtig. Gut. Ich stelle das jetzt erstmal hier auf den Boden. Grundplatte ist sehr gut, kann auch nichts umfallen. Ich denke mal, das ist auch die richtige Position. Werden wir gleich sehen. So, ja. Ich würde sagen, dann lüften wir mal das Geheimnis. Alter Vater. Oh, fette Scheiße, Mann. Er ist zusammengebaut. Und das ist... Alter, Leute, seht ihr das? Ja, also ich muss sagen, Hammer. Allein wie groß der ist, das ist unfucking fassbar. Ich muss den jetzt, der ist festgeklebt, ich muss das jetzt abbrechen. Und so rausholen. Ey, das ist der Hammer, das ist ultra, ultra krank, ultra krank, ultra krank. Und der befürchtet, der Arsch ist doch nicht so. Den haben den ganz normal gemacht. Hat keine dicke Poritze. Das war ja meine Befürchtung, dass der eine riesige Poritze hat. So, ich muss den Karton jetzt mal ein bisschen hier rüberstellen. Oh, leck mich am Arsch, ist der schwer.
fürchte, dass ich den allein gar nicht da rauskriege. Ich muss aber auf jeden Fall jetzt erstmal die Hülle abmachen. Also was ich schon mal sehr gut finde, ist, er muss nicht zusammengebaut werden, sondern das ist ein kompletter Guss. Auf dem Video von Tom Spina war ja zu sehen, dass man die Arme noch da dran macht mit einer Unterbrechung. Das ist ja so bei dem Neca-Slimer, da müssen die Arme noch dran gesteckt werden. Aber hier, der geht wirklich 1:1 über. Und man hat hier wirklich die Sache, dass man den in keinster Weise zusammenbauen muss. Und somit hat man wirklich eine sehr, sehr coole Figur. Ja, ich stelle den jetzt mal hier hin. Das ist echt... So, ich habe jetzt mal das Stativ dahingestellt, weil ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich den Kollegen in irgendeiner Weise da rausbekomme. Ich versuche den jetzt mal hier drauf zu stellen, weil ich mir, also ich habe jetzt den Splint hier unten mal reingemacht. Ich gehe davon aus, dass der dafür ist. Also der passt auch genau da rein, dass der gute Kerl nachher nicht rausrutscht. Und ja, oh. Ja, jetzt ein bisschen. Ich muss sagen, das ist jetzt etwas tricky. Ich muss den Karton aufmachen. Da komme ich nicht drum rum, dass ich den hier an der Seite öffnen muss. So, ja. Das war's mit deinem Karton. Wo hatten wir denn das Messer hingelegt? Da ist es. Der guckt, alter Vater. Also er ist auch wesentlich, er ist auch fast größer als der, der ist auch richtig größer als der Neca-Slimer. Wahnsinn. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einmal Vorsicht. Und was sagst du dazu? Nee, nicht, sag mal was. Sehr gut. Findest du schön? Toll. Übrigens ist das meine Mama, die am Film ist. Die habe ich extra aus New York einfliegen lassen, für die Kamera zu halten. So, ich mache jetzt einmal hier einen Schnitt. Schöne Karton. Ja, der schöne Karton. Hättest du Häuschen von bauen können, ne? So, ja, magst du mir mal die Kamera gerade einmal übergeben, dann gehen wir mal richtig schön ran. Dann kann er gleich weiterfilmen. Und Leute, seht euch das an, das ist der Burner. Ne? Ich kann so weit hier reingucken, das ist in 3D gemacht, wirklich. Das ist der Porno. Das ist so krass. Liebe Mama, weißt du, was ich befürchte? Da drin ist eine Kuschelhöhle, da kann man Decken reinlegen, da kann die Katze geht da durch. Der ist hohl innen. Und deswegen macht das so ein 3D-Optik mit dem Schwarz innen drin, mit dem Hals. Das ist der Burner. Leute, das ist der Knaller. So, ich versuche den jetzt einfach mal auf das Stativ zu bekommen. Ich mache aber jetzt mal die Kamera aus und zeige euch den Slimer gleich nochmal, wie er denn richtig positioniert ist. Aber ich gehe mal ran und ihr seht, das ist, ja, man könnte meinen, das wäre Shrek. Ja, saugeil, stabil, ohne Ende, krank. Krank, einfach nur krank. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zurück und ich habe mich mal auf so einen kleinen Hocker gesetzt, damit ich auch in der Höhe von dem guten Mann hier bin. Ich habe jetzt mal das ganze Kartonchaos entsorgt und mal alles auf Seite geräumt, weil das war eben ein bisschen heftig. Und dann musste ich natürlich auch Slimer hier auf das Stativ setzen. Ich hatte ja euch eben schon bei dem Video gezeigt, da war so ein Splint mit dabei. Und der Splint, der wurde in das Rohr reingesetzt und Slimer hat unten halt am Bobbes ein Loch, wo soll es auch sonst sein, wo man die Stange reinsteckt. Ja, es hört sich jetzt dumm an, ist aber so. Und dann war in der Größe von diesem Stahl oder Eisen
Ja, diese Eisenschraube praktisch, dieser Halter, das war halt auch in der Größe unten in den Arsch eingefräst und somit konnte man die Stange reinsetzen und der bewegt sich jetzt auch nicht mehr, halt nur so ein bisschen links nach rechts, aber der steht bombensicher und richtig feste und ich musste den auch mit zwei Mann, mussten wir den hier draufstellen, war ein bisschen schwierig und letztendlich hat es aber geklappt und ich muss sagen, ich bin wirklich hellauf begeistert und überglücklich, dass er nun endlich da ist. Ja, ich habe den Slimer von HCG im September bestellt, Anfang September. Die erste VÖ hieß Mitte Oktober, dann wurde die VÖ verschoben, weil man wohl oder der Disponent, der die bestellt hat in Orlando, Florida, wohl noch gewartet hat, bis hier mehrere Bestellungen zusammengekommen sind und dann letztendlich ging dann der gute Slimer auf Reisen. Ich hatte nur Angst gehabt, ich hoffe, lieber Gott, lass das Schiff nicht sinken. Also er ist auf hoher See gewesen und ist von Orlando direkt zu der Firma Heo gestern eingetroffen und ich habe den bei spacefiguren.de bestellt und der liebe Sven hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass der gestern noch verschickt wird und dass ich den heute bekomme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, für so einen Service muss ich sagen, Daumen hoch und ich möchte mich nochmal beim Chefe von spacefiguren.de, beim Sven, den ich übrigens auch kennen habe lernen dürfen, auf der Weekend of Hell, Bombentyp, den habe ich kennengelernt und habe den aber schon vorher bestellt und bin halt zu ihm, zu dem Stand gegangen, weil die haben ihren Figurenstand und alles so da gehabt auf der Weekend of Hell. Wir haben halt viel bisschen gelabert und ja, er hat natürlich wirklich alles dafür getan, dass der auch schnellstmöglich zu mir kommt. Er sollte am 13. kommen, jetzt ist er halt heute hier. Heute ist ja Freitag. Ich bin auch froh, ich muss nämlich morgen und übermorgen, Samstag, Sonntag arbeiten und heute habe ich frei. Ich habe eigentlich die halbe Nacht unruhig gepennt, weil ich so aufgeregt war, dass er endlich kommt und jetzt ist er da und ich muss sagen, die Verarbeitung und alles ist jetzt wie so ein Stein abgefallen. So der ganze Stress, so hoffentlich, ne? Ich meine, 1.400 Euro ist ja auch immer gerade kein Pappenstiel, ne? Aber das Geld ist es alle Male wert. Ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, 1.400 Euro für so ein Ding, völlig bekloppt. Nein, ist es nicht. Denn, um das mal ganz klar zu sagen, das Ding ist handgearbeitet. Es ist 1:1 Originalgröße. Originalabdruck soll es aus dem Film sein. Und es ist eine wirkliche Handarbeit mit Airbrush, Fiberglas. Es hat wirklich unheimlich viel Zeit gedauert, diesen Slimer herzustellen. Und es sind 250 Stück weltweit unterwegs. Und ich habe die Nummer 88. Habt ihr ja auch eben auf dem Unterstativ gesehen, da ist nämlich eine Limitierungsnummer drauf. Ja, 88 ist ja auch mal eine schöne Zahl, aber wie gesagt, mir macht das nichts. Eine andere Zahl wäre auch cooler gewesen, so die 100 oder die 1, aber ich glaube, da ist unmöglich dran. Aber mir ist das auch egal, dass die Limitierung da unten sieht man sowieso nicht. Jeder von diesen 250 Slimern ist per Hand wirklich bemalt worden und per Hand gebaut worden. Hier ist nichts maschinell gemacht, ja, muss man ganz, ganz klar sagen. Es ist ein kompletter Fiberglas, also es ist Fiberglas, ja, es ist nicht wie beim Leica Slimer, der übrigens auch wahrscheinlich etwas kleiner ist, zumindest kommt es so auf den Fotos rüber, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Sie sehen ähnlich aus, aber wenn man mal den Vergleich hätte und ich würde gerne mal die beiden Slimer nebeneinander stellen, was dann so wirklich jetzt der Unterschied ist, außer farblich vielleicht und ein bisschen anders vom Material. Muss man ganz klar sagen, ich bin froh, dass ich mich für die Variante entschieden habe, denn der Neca Slimer ist, wie ich schon mehrfach betont habe in anderen Videos, der ist aus Latex, innen drin ist so eine Schaumstoffkugel mit Drahtverstärkung und als der oder wenn der angeliefert wird, sind auch die Arme ab und sind im Karton mit drin, um Platz zu sparen. Bei dem Kamerad hier sind die Arme mit dran, das heißt also, habe ich auch eben schon mal gesagt, es ist ein kompletter Guss. Ich wusste es nicht. Es sah bei dem Video von dem Tom Spiener aus. Tom Spiener ist der Creator und der Designer von diesem Modell. Es soll ja ein Originalabdruck sein, aber so wie ich gehört habe, und diese Aussage ist auch ohne Gewähr, soll der Original-Slimer zwar noch existieren, aber es sind viele Sachen an dem beschädigt, weil der ja auch schon über 30 Jahre alt ist und natürlich bei Filmdrehs geht auch ein bisschen was kaputt. Man hat ihn entstaubt und man musste viele Dinge neu interpretieren. Das heißt also, man musste das Design auch ein bisschen anpassen und ob er jetzt 100% 1:1, ich sage mal vom Aussehen ist, ist zu bezweifeln, das weiß ich nicht.
Ich meine, er sieht im Film ein bisschen anders aus, aber es ist immer schwierig, weil Slimer dann doch im ersten Teil sich sehr viel bewegt. Dann haben wir die Szene zum Beispiel in dem Hotel, wo er da zufliegt, einem zufliegt, auf die Kamera zufliegt, und da ist er halt auch durchsichtig. Man sieht den auch nicht so 1000%. Und es ist ein bisschen schwierig, aber dann muss man halt neu interpretieren. Das haben die auch gemacht. Tom Spiener hat daraus ein Eigendesign gemacht, aber ich denke mal, das ist unübertroffen, da braucht man gar nicht zu sagen. Die Originalgröße soll so sein von Slimer, das bestreite ich auch gar nicht. Und wenn es halt auch ein paar Zentimeter ist, ist es auch egal. Letztendlich ist es wurscht, jeder erkennt, was es ist, jeder weiß, was es ist, und da braucht man auch, denke ich mal, nicht zu diskutieren. Ja, 1400 Euro hat er jetzt letztendlich gekostet. Wie gesagt, bei firmaspacefiguren.de geordert, komplett aus Fiberglas mit Airbrush bemalt. Ich werde gleich noch eine Kamerafahrt machen und dann gehe ich mal mit der Kamera ran. Es ist wirklich alles sehr, sehr edel verarbeitet. Das ganze Material ist weich. Wir haben hier keine Kanten, keine Ecken, wo man sich vielleicht verletzen könnte oder schneiden könnte. Weil Fiberglas, wenn es ausgehärtet ist, kann ja schon messerscharf werden. Und ich muss sagen, die Zähne, das Innenleben, das ist alles ganz toll gemacht. Und ich finde das wirklich sehr cool. Vor allen Dingen auch die Augen, die geairbrushed sind. Super. Ja, der Neca Slimer ist wie gesagt aus Latex. Das ist der Unterschied. Ist wahrscheinlich was kleiner. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie groß der letztendlich ist. Soll aber auch ein Lifestyle Slimer sein. Ist auch nur die Hälfte von dem, was der kostet. Also so zwischen 600 und 700 Euro. Aber ich habe mich wie gesagt dafür entschieden, wegen der Fiberglas-Variante, weil er auf dem Stativ sitzt. Ich finde es einfach schöner. Dann sitzt er hoch. Er wirkt größer. Das andere ist, der Neca Slimer käme für mich in keinster Weise in Frage, wie gesagt, wegen dem Latex. Latex ist ein Naturprodukt, und wenn man Pech hat, nach irgendwie einigen Jahren löst sich das auf, kann es kaputt gehen, kann, muss nicht. Ja, es kommt auch auf die Raumtemperatur drauf an, immer zwischendurch. Ich bin leider hier im Mittelbereich und ich habe hinter mir einen Wintergarten. Im Sommer knallt die Sonne hier drauf und ich habe jetzt schon Angst. Ich werde wahrscheinlich, so wie das aussieht, hier klimatisieren müssen mit einer Klimaanlage, die ich dann einbauen lassen muss, weil es wirklich auch schon, wo meine Großeltern hier gewohnt haben, der Wintergarten sich aufheizt und die Hitze wirklich hier ins Wohnzimmer drückt. Das ist ein bisschen negativ, und ich denke mal, da würde der Neca Slimer sehr drunter leiden, unter diesen Temperaturunterschieden zwischen ganz heiß 30, 35 Grad. Vielleicht wird es auch sogar noch wärmer hier drin, und dann natürlich fällt im Winter die Temperatur wieder runter. Das sind alles Indizien dafür, dass dann irgendwann das Material ermüdet im Thema Latex. Ne? Aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrungen mit Latex, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie das dann ist, nachher letztendlich, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich will da auch keine verbindliche Aussage treffen. Ne? Ich kann mich da auch täuschen, und das Ding kann ewig halten. Aber was für mich wichtig war und letztendlich dann der Grund war, warum ich mir die Fiberglas-Variante, also die teurere Variante, zugelegt habe, ist ganz einfach, dieser Slimer ist katzenempfindlich, unempfindlich. Das heißt, ich glaube, der Neca Slimer, wenn ich mal zwischendurch arbeiten bin, hier ist keiner, ich habe drei Katzen, die würden den kaputt machen. Innerhalb von einigen Tagen, einigen Wochen wäre der zerkratzt und das Material kaputt. Und dafür gebe ich dann keine 600 Euro aus. Und deswegen lieber etwas mehr Geld ausgeben. Und jetzt habe ich das Problem nicht. Das nächste Problem, was ich aber sehe, wir haben hier die Mundöffnung. Und hier hinten ist so das Zäpfchen. Ne? Also das ist ganz tief drin. Ich muss richtig tief reingehen. Und das gibt so einen schönen 3D-Effekt. Ich muss sagen, das haben die wirklich richtig toll gemacht. Aber hier runter geht es in die Kugel, in den Bauch. Ja, ich vermute, dass, wenn ich Glück habe, oder was heißt Pech habe, werden meine zwei Katzen das ignorieren. Aber die dritte Katze, die schwarz-weiße, die Lilly, die ich ja neu habe, wird sich hier durchquetschen und wird da unten eine Kuschelhöhle draus machen. Sollte das so sein, werde ich natürlich dem in den Hals ein Kissen drücken. Dann können die sich hier unten in den Bauch legen. Und dann haben wir halt einen super geilen Slimer, eine Slimer-Kuschelhöhle. Ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt so die Möglichkeit, wo ich sagen würde, okay, das könnte passieren. So. Ich möchte euch aber jetzt nicht zuquatschen. Ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen. Das Warten hat jetzt gelohnt. Ich werde euch jetzt noch mal ein paar Bilder zeigen, mal ein paar Kamera-Zoom-Fahrten machen noch.
und ich wünsche euch viel Spaß. Nochmal vielen Dank an die Firma spacefiguren.de, an den Sven, wirklich klasse. Und wirklich, liked das Video, teilt das Video, das ist wirklich was Einzigartiges, das hat nicht jeder und das ist wirklich absolut genial und absolut geil. Und guck mal, allein die Hand, die ist genauso groß wie meine Hand, das ist echt ultra. Ich werde auf jeden Fall noch eine schöne Position für den Slimer finden, hab da schon ein paar Ideen. Letztendlich schaue ich dann mal, wie ich den dann positionieren werde und dann muss man einfach mal gucken. Wird schön werden, auf jeden Fall. Und dann werde ich auf Facebook, auf meiner Andis Kinoblog-Seite noch ein paar Bildchen machen und wie ich ihn jetzt letztendlich entpositioniere. Noch ein bisschen Deko drumherum, weil die Platte ist sehr schön groß auf jeden Fall. Und da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf tun, wie zum Beispiel hier vorne noch eine Geisterfalle, ein paar Kartons dahinter von Matti, denke ich mal. Mal gucken, was ich da noch machen werde. Ne? Also sollte auf jeden Fall ein bisschen cool werden noch. Vielleicht beleuchte ich den auch noch von hinten so indirekt mit einer grünen Beleuchtung. Oder hier drin kann man theoretisch auch weißes Licht reinmachen, aber da müsste man, ist egal. Aber auf jeden Fall, ich habe schon ein paar Ideen, was ich da mache. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat mit dem Unboxing vom HCG Slimer, lasst mir einfach einen Daumen oben. Wenn nicht, macht einen Daumen runter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns natürlich bei meinem nächsten Video. Und bis dahin bleibt gesund, bleibt jetzt noch dran, der Vorhang geht jetzt noch zu und dann mache ich einmal eine Zoomfahrt mit der Kamera. Dann könnt ihr nochmal der Gerät von nahem sehen und ja, wünsche euch noch viel Spaß dabei. Ich verabschiede mich jetzt hier und klinke mich aus. In diesem Sinne ab in die Rinne, euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann, ciao. Und wir beide haben jetzt noch ein Date. Könnt ihr aber nicht zugucken. Bis dann, ciao.
Manual height 10 meter. 6. 2 meter. 1 meter. Manual touchdown.